Ja, hallo liebe Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist meine absolut erste wirkliche Live-Performance. Ich habe keine Ahnung, wie es ankommt und ich hoffe, es kommt gut an. Ihr müsst es mir vergeben, wenn ich heute manchmal hier kurz einen Blick auf das Smartphone werfe, damit ich weiß, ob alles gut läuft. Mein Technikteam ist mir hier zugeschaltet. Danke, liebe Christina, danke, Daniel, danke, Max. Ja, was ihr gerade gehört habt, waren drei Stücke. Das erste war ein Lied, das das österreichische Volksliedwerk neulich ausgegraben hat. Es heißt Corona hoch erhoben. Es ist ein geistliches Lied, das der heiligen Corona, der Schutzpatronin gegen Seuchen gewidmet ist. Und ihr Festtag ist am 14. Mai. Das österreichische Volksliedwerk hat geschrieben, es wäre schön, wenn bis dorthin alles halbwegs vorbei wäre. Ich hoffe mal, dass es so sein wird. Und die anderen beiden Stücke waren zwei Tänze aus der Handschrift Dreiser, 1720 Süddeutschland, Nummer 63 und Nummer 53. Ich werde jetzt alles auch in Englisch machen, damit man sich hier auskennt. Now, dear friends from the English-speaking community, I welcome you and I thank you very much for this, for watching. And I hope everything works out. Yeah, the first tunes I played now were a religious song dedicated to Saint Corona and two dances from the Dreiser manuscript, Germany 1720. And I'd like to continue with a song which is in fact not a folk melody but a composition by Franz Schubert. Franz Schubert wrote a cycle of songs and it's called Winterreise, the Winter Journey, and one of them is called Der Leiermann, the Hurdy-Gurdy Player. And I'm gonna do an impression of that now. On the Hurdy-Gurdy. It's about an old man with a broken instrument trying to earn some money. That's hopefully not me. Also auf Deutsch auch kurz aus der Winterreise von Franz Schubert, der Leiermann. Steht ihm nimmer still.
Es ist schräg ohne Publikum, aber ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin einigermaßen nervös und ja, es ist tatsächlich seltsamer vor einem Bildschirm zu spielen als vor Publikum. Gehen wir zum nächsten Stück. Die nächsten Stücke sind aus dem Egerland, also aus der ehemals deutsch besiedelten Region in Böhmen, sind drei Tanzlieder. Normalerweise würde man sie am Dudelsack spielen, aber ich habe gefunden, sie passen auf der Trille, also schön. Next three tunes are from Egerland, so former German parts of Bohemia. Was freche ich noch ein Baum, noch ein Frenchen, ich so wenn
6. Ich soll einer Furz sein, der wird ihn macht und mal. Der hat man mal frei, noch mal den Bock und mal. Thank you very much, guys. I've been asked to do some special guest wishes. Unfortunately, I can't include all of them, but I'm just doing some seconds, so all of you will be satisfied. Danke vielmals euch allen. Ja, ich wechsle zum nächsten Instrument. Das Dreibrümmchen. Das Dreibrümmchen ist eine Sackpfeife aus Böhmen, Oberösterreich und aus dem Sorbenland, also aus der Lausitz. Also im deutschen Raum hat man es Dreibrümmchen genannt oder auch Dudai, in Böhmen Moldanki und im Sorbenland Michawka. Es ist ein kleiner Dudelsack mit drei Bodumpfeifen und ich spiele darauf jetzt mal sogenannte viertwingerische Tänze, sind aus den 1740ern aus Oberösterreich und ein paar schleunige aus der Handschrift des Johann Michael Schmalenau. So, das ist ein Dreibrümmchen, something like Central European Small Pipes, you might call it. Thank you.
Thank you very much. Das nächste Stück ist wieder aus der Feder eines klassischen Komponisten oder eines der nächsten Stücke. Zwei Kontradänze eigentlich, two contradances. Das erste ist ein Stück namens Les Tisserands aus der Provence und das zweite ein Kontradanz von Wolfgang Amadeus Mozart, KV 267, Nummer 3. So, next, two contradances. One Les Tisserands from southern France and a contradance from Wolfgang Amadeus Mozart, KV 267, Nummer 3. Thank you very much. Ja, und das letzte Set auf diesem Instrument, zwei Stücke aus Böhmen. Das eine heißt Gdyśmy na Wranie Koniczki Sedali, also als wir auf schwarzen Pferden saßen, und Leti Ptaczku Przestilesi, Fliegvögelchen über die Wälder, beide aus der Handschrift
Tomasz Anton Kunz, 1825. So, Two Bohemian Pieces from the Manuscript of Tomasz Kunz, 1825, Bohemia. Zum letzten Instrument. Boxpfeife, ein böhmischer oder mährischer Dudelsack in diesem Fall, so jetzt ein Moravian, oh, Bohemian Bagpipe, ja, quite similar. These instruments were played in Austria, Bavaria, until approximately 1850. Also ein Dudelsack wie dieser ist in Österreich gespielt worden bis ca. 1850 oder auch in Bayern. Und ja, ich bin auch gebeten worden, einen Jodler zu singen. Und es ist gar nicht einfach, einen einzelnen Jodler in so ein Programm unterzubringen. Aber ich habe es versucht. Ich singe einen Jodler aus der Steiermark, einen sogenannten Wurzhorner, der das Alphornsignal imitiert, und danach kommen ein paar Steirer Tänze aus Hallstatt. So, I'm gonna sing a Jodler from Styria, which is called Wurzhorner. So, Wurzhorn is a kind of Alphorn. It imitates the horn sound, and followed by some dances from Hallstatt. Yo,
Thank you very much. Ja, für das nächste Lied, das vorletzte schon, die Zeit fliegt, bin ich gebeten worden von meinem Kollegen und Freund aus Ungarn, David Kiray. See you, Amber. Es ist ein Lied, das auch in den letzten Tagen schon viel auf Facebook kursiert, dank einer großartigen Initiative von Albin Paulus. Ich weiß nicht, ob er zusieht, aber wenn er zusieht, dann danke Albin nochmal an dieser Stelle. Es gibt aus Wien die Geschichte des lieben Augustin. Der liebe Augustin, eine Fabel, ein Dudelsackspieler, der angeblich die Bestzeit in Wien überlebt haben soll, mit Musik und Wein. Das sind zwei gute Rezepte, würde ich sagen, um auch diese Zeit jetzt ganz gut zu überstehen. Hier also der liebe Augustin. Now, in English, Augustin is a figure from Austrian lore, folklore, a legend about a bagpiper who survived the plague in Vienna. There's actually many, many accounts of such a story in Bohemia, even in London, London Plague. There's a story about a piper who survived by being drunk and merry. And that's what this song essentially is about, keeping your head up. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Sköld ist weg, Mensch ist weg, Augustin liegt im Dreck. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Sköld ist weg, Mensch ist weg, Augustin liegt im Dreck. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Mich noch vom Königssong, hätt ich nur als Mensch beim Drang. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Mich noch vom Königssong, hätt ich nur als Mensch beim Drang. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Augustin, Augustin, oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Der Beil ist laut, Hosen ist voll, nix ist mehr, wie es sein soll. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Der Beil ist laut, Hosen ist voll, nix ist mehr, wie es sein soll. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. So, wir sind am Ende dieser kurzen Performance angekommen und ja, es ist eine ungewöhnliche Erfahrung. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt es irgendwie, es ist schräg. Ja, und es ist einfach eine Zeit, wo viele Musikerinnen so
weitermachen können, jetzt wo die Bühnen geschlossen sind. Und ich möchte da gleich noch auf das nächste hinweisen. Jetzt unmittelbar nach mir in ziemlich genau 45 Minuten spielt die wunderbare Meritz Loch, auch hier auf Facebook. Schaut euch das an. Harfe, großartige Performance. Und ich möchte, bevor ich jetzt zum letzten Lied gehe, noch einen kurzen Geburtstagsgruß an Daniela Heiderich ausrichten, die heute Geburtstag hat. Sowas vergisst man ja nicht, wenn Facebook es einem sagt, aber ich habe es auch tatsächlich hier. Es ist alles Gute zum Geburtstag, Daniela. For the last tune, I'd wish to make an announcement, a short announcement, because this is quite a strange experience, I must say. I'm sitting here in my music room, I can't really interact with you. I see the comments popping up, but I can't interact with you. So this is quite strange, but this is what most musicians have to get used to now. And I'd like to announce that in 45 minutes, our dear Meritz Loch from Berlin will be doing a live concert, a live show on the harp. It will be a great performance, it will be exceptional, I'm sure. Also zum letzten Lied. Das letzte Lied ist aus Böhmen wieder. Ich werde es auf Tschechisch singen. Es ist ein Abendlied, ein halb religiöses Abendlied. Sluníčko zašlo. Und ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich habe in die Veranstaltung meinen interaktiven Hut geworfen. Wenn es jemandem gefallen hat und wenn ihr das gut findet, ich hoffe, ich muss es nicht nochmal machen und ich hoffe, die Realität wird mich überholen. Aber danke jedenfalls, dass ihr zugesehen habt und schönen Abend. Oh.